Ja, hallo Leute und ein Willkommen zurück zu Let's Plays Super Castlevania 4. Wir waren zuletzt in Stage 7. Wir sind tatsächlich schon Stage 7. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt mal irgendwie hab ich das vergessen, obwohl es nicht so lange her ist, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. So, ich werde jetzt natürlich versuchen, in dieser Aufnahmesession das nette Spiel hier durchzuspielen. Ich kenne mich, ich weiß, dass ich es wieder nicht schaffen werde. Ich wollte es in der letzten Session schon durchspielen. Ah, hat nicht so funktioniert. Mal schauen, ob ich mich dieses Mal besser schlage. Na, wir werden es ja sehen, ne? Ne, du Ritter. Du toter Ritter. Ta-ta-ta-ta. Toter Ritter. Ta-ta-ta-ta. Ah. Ja, aber klar, jetzt kommt ja noch von hinten die Scheißaxt. Oh Gott. Runter. Ha, damit hast du nicht gerechnet, Ritter. Ich würde mich echt freuen, wenn ich das jetzt hier mal durchschaffen würde. Ich glaube, letztes Mal hatte ich es bis Stage 3 geschafft, da hatte ich dann keine Leben mehr. Ich muss gleich nur in der ersten, in der zweiten Passage vom ersten Block von 7. Oh Gott, ist das verwirrend gerade. Zack. Ha, das kann er, das kann ich natürlich auch. So, runter hier. Runter hier. Und mal direkt in 400 Gegner springen. Tot. Nein, wer hätte das gedacht? Aber dafür können wir ja üben. Stirbt doch endlich. Na, geht doch. Was kriegt man denn aus dieser? Ach, ein Herz. Na, da sag ich doch nicht nein. Zu einem Herz sagt man nie nein. Ne, Belmont? Ich möchte dieses verrückte Spiel endlich durchkriegen. 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 Jetzt muss ich dich nur noch töten. Wow, war das knapp. Da hätte er mich beinahe gekriegt. Und dann darf mir das Spiel ruhig eine Zweitwaffe geben. Zack. Oh, er trifft mich, war so klar. Geld. Ich brauche kein Geld. Ich brauche eine Zweitwaffe. Ach, der ist auch schon wieder weg. So kann man es natürlich dann auch machen. Wir lassen die Gegner einfach verschwinden. Ganz klare Sache, weil sie keiner braucht. Ah, sehr schön. Ich würde mich echt freuen, wenn ich wieder dieses doppelte Dinges hätte. Weil damit geht doch einiges einfacher. Zwei Boomerangs werfen wäre, glaube ich, ein bisschen praktischer als einer. So, hüpf. Uah. Schlechter Sprung. Boah. Ah. Ja. Danke. War klar. War doch sowas von klar. Kotzerei, Kotzerei. Jetzt hängen wir an Stage 7. Na, klasse. Zack. Herz. So. Ah, er gibt mir auch noch ein großes Herz. Egal. Herz hin oder her, Herz ist immer gut. Aber. Na, da ist doch der zweite Upgrade. Danke. Der zweite Upgrade? Ja. Natürlich das zweite Upgrade. Drei Leben haben wir noch, beziehungsweise. Ja. Sag das nicht zu laut. Du hast die Leben ganz schnell wieder weg, Ryu. Uah. Drecksack, wie ich das hasse, wenn er das macht. Ja. Ich stehe voll drauf, gemobbt zu werden von den Gegnern. Aber da steht doch jeder drauf, von einem Gegner gemobbt zu werden. Besonders gleich die Bücher. Ich mag die richtig. So. Ein Herz.
So, hier runter. Ja, jetzt bin ich auch noch die Treppe gegangen, ich Trottel. Boah. Boah, war das knapp. Das hätte böse enden können. Und wir kommen immer noch in Stage 1. Aber ich glaube, jetzt starten wir hier. Ich lasse diese Gegner jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Ich muss eher hoffen, dass sie mich lassen. Ich glaube, hier bin ich einfach letztes Mal durch Doofheit gestorben, weil ich zu spät gesprungen bin oder zu früh. Ja. Ah, diesmal habe ich es sogar geschafft. Ha. Ja, danke Skelett. Einfach nicht wahr. Einfach nicht wahr. Na komm, stirb, Mensch. Na, das war ein Fehler. Jetzt sind die wieder da. Nee, doch nicht. Zweite Peitschen-Upgrade und dann zack. Danke, Belmont. So, so. So. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich geb's auf, ich geb's echt gleich auf. Oh, es ist nicht wahr. Ja, und wir sind wieder hier. Tritratrolala. Es ist nicht wahr. Ich habe echt bald keinen Bock mehr auf das Spiel. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Spiel so schwer ist. Ah. So, gib mir das zweite Upgrade einfach und dann passt das schon irgendwie. Danke. Ja, fick dich. Sorry. Ja, du auch. Leck mich, Geist. Ich gehe jetzt, bleib jetzt nicht stehen für dich. Geschafft, ohne ein Leben zu verlieren, Leute.